Legenden aus dem alten Prag. Über den Golem. Die Judenstadt von Prag, die wir im Viertel Josefstadt finden, avancierte zur Zeit Rudolfs II. Zum bedeutenden Kultur- und Wirtschaftszentrum. Es lebten dort berühmte Schriftgelehrte sowie überhaupt Männer, deren Weisheit bis heute hochgeschätzt wird. Seit eh und je wurde die Judenstadt von unzähligen, zum Teil gruseligen Geschichten umwoben. Als die berühmteste unter ihnen gilt die Legende von Golem, dem künstlichen Wesen ohne eigenen Willen. Rabbi Löw war ein hochgelehrter Mann. Unzählige Male war es ihm gelungen, Gefahr von den Prager Juden abzuwenden. Er fühlte aber, dass ihm die Kräfte mit fortschreitendem Alter zunehmend fehlten. Er suchte daher Rat und Hilfe in klugen Büchern und wurde tatsächlich fündig. Er nahm seine zwei Schüler zu Hilfe und sie modellierten im Keller seines Hauses eine große, menschenähnliche Figur aus Lehm, den Golem. Zu seiner Erschaffung waren vier Elemente vonnöten: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Rabbi Löw maß sich selbst die Eigenschaften des Windes bei, während der erste Schüler das Feuer verkörperte und der zweite das Wasser. Als die Statue fertig war, befahl Rabbi Löw seinem ersten Schüler, 7-mal um den Golem herumzugehen und eine bestimmte Formel aufzusagen. Hierauf begann die Tonfigur zu glühen, als sei sie dem Feuer ausgesetzt. Danach umschritt der zweite Schüler 7-mal den Golem und der Körper wurde feucht und strömte Dämpfe aus. Seine Temperatur sank auf die Wärme der menschlichen Haut. Als letzter Schritt der Rabbi selbst um den Körper herum und murmelte eine Formel aus der Schöpfungsgeschichte. Um den Golem jedoch aus seinem leblosen Zustand zu erwecken, musste ihm ein Pergamentzettel mit dem Namen Gottes unter die Zunge gelegt werden. Erst dieser Zettel verlieh ihm Leben. Der Golem sah aus wie ein Mensch, war jedoch viel größer und mächtiger. Sprechen konnte er allerdings nicht. Zu Hause sagte Rabbi Löw seiner Gattin: "Dies ist unser neuer Diener Josef und er wird wohnen bei uns." Tagsüber half der Golem in der Synagoge. In der Wohnung des Rabbi saß er auf einer Eckbank in der Küche und ließ kein Lebenszeichen erkennen. Der Pergamentzettel musste jeden Freitag vor dem abendlichen Gebet dem Golem aus dem Munde entfernt werden, damit auch er den Sabbat feiern konnte. Wenn der Rabbi es einmal nicht täte, würde der Golem mit seiner unbändigen Kraft alles in Reichweite zertrümmern. Nachts war seine Aufgabe, durch die Judenstadt zu streifen und durch seine bloße Erscheinung drohende Gefahren von seinen Bewohnern abzuwenden. Die Kunde vom starken Josef verbreitete sich bald in Prag, sodass jeder, der den Bewohnern des Judenviertels etwas Böses antun wollte, lieber einen großen Bogen um ihn machte. Eines Tages erkrankte das Töchterchen von Rabbi Löw und es gab keine Medizin, die ihr helfen konnte. Der Rabbi ging tief besorgt zum Freitagsgebet in die Synagoge und vergaß den Golem vollkommen. Dieser strotzte vor angehäufter Kraft und stürmte nach draußen. Er raste durch die Straßen des Prager Ghettos und zerschlug alles, was sich ihm in den Weg stellte. Die Menschen flohen entsetzt in die Synagoge. Auf die Kunde, der Golem sei außer Rand und Band, unterbrach Rabbi Löw den Gottesdienst. Lief auf die Straße und rief laut: "Josef, bleib stehen!" Hierauf blieb der Josef tatsächlich stehen und der Rabbi befahl ihm, nach Hause zu gehen. Nach dem Gebet kehrte der Rabbi mit seinen zwei Helfern heim. Sie führten den Golem zum Dachboden der Synagoge und befahlen ihn, sich hinzulegen. Der Rabbi nahm das Pergament aus seinem Mund und sagte die geschriebenen heiligen Worte rückwärts auf. Dann lief er 7-mal um den liegenden Körper rückwärts herum und der Golem hörte auf zu atmen. Dasselbe taten seine beiden Schüler. Während der letzten Runde zerfiel der Golem und verwandelte sich in einen Haufen Erde, wie es am Anfang war. So verschwand der Golem von der Erdoberfläche und konnte den Menschen keinen Schaden mehr zufügen. Deutsch gesprochen von Helmut Ludwig.
Thank you.